So, machen wir weiter mit Practical Transmission Line. Nee, machen wir eben nicht, sondern wir machen weiter mit dem J. Smith. Das haben Sie ja mittlerweile alle auf dem Computer und ich. Und Sie könnten es oder sollten es jetzt mal einmal starten. Ich muss dazu das etwas anders machen als Sie auf dem Windows-Rechner. Bei Ihnen reicht ein Doppelklick auf dieses J. Smith, Klammer auf 1. Bin ich denn da? Java minus char. Sieht man was? Ja. Ne? So, das ist jetzt hier das ist dieses Smith-Diagramm, da ist alles Mögliche drin. Das Interessante an dieser Geschichte ist jetzt, dass Sie all diese ganzen Berechnungen, die wir da ausführlich jetzt von Hand gemacht haben, mit Handwerkszeug und so weiter, sehr einfach vollführen können. Nehmen wir mal an, Sie haben hier jetzt eine 50-Ohm-Anpassung hier, dann sehen Sie hier unten gleich das Netzwerk, wie es da steht. Also 0 geht auf 0, nicht? Und Sie sehen hier auch der Reflexionsfaktor ist 0. Der Widerstand, der Realteil des Widerstandes ist 1,0, also fast 1. Der X, also was ist das, der Blindwert, Blindleitwert, Quatsch, der Blindwiderstand ist 0 und so weiter und so fort. So, und jetzt können Sie hier noch drin rumfahren. Gehen wir mal auf den Punkt hier. Da haben wir 0,37 und einen Winkel von 17,9 Grad. Und nehmen wir das, was die Frau Fritz hatte. Nehmen wir mal die 0,6 und was hatten Sie? 60, ne? Ne, 0,8 und 60 hatten wir eben genommen. 0,7, 0,8. Ich gucke da rechts drauf. So, ist vielleicht dicht genug. Kommen wir eben hier auf 0,4 und 1,7. War das das, was wir hier jetzt auch hatten? Da, ne? 0,4, 1,7 ist so in etwa das, was wir auch von Hand ausgerechnet hatten. Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Da 0,4, 1,7. Und hier haben Sie eben den Magnitude und Winkel. So, das ist die einfachste Variante dieser Geschichte. Wir können natürlich jetzt auch sagen, okay, wir nehmen mal hier einen Kurzschluss da und in Serie zu dem Kurzschluss schließen wir einen Widerstand. Also was soll passieren, wenn man in Serie zum Kurzschluss einen Widerstand hat? Dann ist das der Widerstand. Ne? So, und je nachdem, wie groß der ist, bewegen wir uns jetzt hier da auf eben genau dieser Linie weiter. Wenn wir jetzt da, nehmen wir mal an, wir nehmen diese 25 Ohm, also der Punkt 0,5, machen wir in Reihe dazu eine Induktivität. Hier, dann sehen wir, wie wir mit der Induktivität auf diesem Kreis hier uns bewegen. Wenn wir den Punkt verschieben, da meinetwegen hin, verschiebt sich natürlich der gesamte Reflexionsfaktor und die gesamte Impedanz, die wir haben. Wir können die sehen es unten in dem Schaltbild, wir können die Induktivität erhöhen und irgendwann ist sie hoch und dann sind wir hier im Leerlauf. So, man kann das eine Ding wegmachen und packt eben C in Serie daran, dann passiert ganz was Ähnliches, ne? Wir bewegen uns auf diesem Kreis. Das. So, und wir könnten dann auch dazu eine Induktivität parallel schalten. Wenn sich in Gedanken vorstellen, dass an dieser Stelle hier ein Kurzschluss ist, dann sind die beiden jetzt ja parallel. Ne? Dann ist das die Parallelschaltung, die wir eben hatten. Wenn wir jetzt an dem L drehen, dann bewegen wir uns genau auf dem Kreis, den ich hier eben sagte. Übrigens ist auch hier dieser Admittanzkreis da eingetragen. Ne? Das ist der hier. Also hier ist ein bisschen einfacher zu überblicken. Eigentlich genau das gemacht, was wir schon in dem ganz bunten Ding da eben hatten. Ne? So, können wir auch wegmachen. Und packen daran noch ein C rein, dann bewegen wir uns eben auf diesem hier. So.
Anpassung und damit wirklich arbeiten werden wir später noch. Wir haben jetzt das Smith-Diagramm einmal als Papierform kennengelernt, in der Theorie auch kennengelernt. Ich habe Ihnen die Herleitung nicht gezeigt. Könnte man auch machen. Denn eigentlich ist es nichts weiter als Millimeterpapier, das diese Umrechnung hier macht. Ne? Und auf das kann man es auch zurückziehen. Schön wird es, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich Impedanzen hier bewegen und wie irgendwelche Trajektorien oder Ortskurven hier in dem Smith-Diagramm aussehen würden. Das ist aber auch ein Thema fürs Labor, wo man da mal sieht, was ein Filter eigentlich so tut. Okay, so. Nein, nicht saven. Und jetzt, also ist auch was, das habe ich Ihnen, meine ich, dieses J. Smith 1 habe ich Ihnen auch hochgeladen. Das können Sie auch zu Hause, können Sie damit spielen. Das können Sie auch hinterher noch verwenden. Es ist relativ schwer zu finden im Internet. Fand ich. Ich weiß gar nicht, ob es da noch angeboten wird. Ja. Okay, so. Praktische Ausführungen von Transmission Lines. Darauf kommt es ja letztlich an. Nicht? Also womit hat man es denn praktisch wirklich zu tun? Womit arbeitet man? Das sind also hier so diese Welle auf Leitung ist dann eher doch, ein theoretisches Konstrukt. So, natürlich gibt es einen Zoo und eine Auswahl dieses Zoos von Leitungen habe ich Ihnen hier mal dargestellt. Das Einfachste ist natürlich die Parallelleitung, ne? Was wir als Lächerleitung kennenlernen werden. Noch und was zum Beispiel im Ethernet-Kabel oder so verwendet wird. Da ist es dann zwar Twisted Pair, also das sind im Prinzip parallele Drähte, die dann miteinander immer verdreht werden, ne? Aber stückweise sind das eben parallele Drähte. So, die Koax-Leitung kennen Sie natürlich auch alle, nicht? Aufgebaut aus einem Außenleiter. Das ist in der Messe, wird ja immer auch der Schirm angesehen, aber es ist eigentlich der Außenleiter, der Masseleiter und dem Innenleiter. Hier die Parallelplattenleitung, also zwei parallele, breit ausgedehnte Platten übereinander, idealerweise unendlich in der Dimension, was natürlich schwer zu realisieren und noch schwerer zu tragen ist, ne? Vor allen Dingen durch die Tür. Dann Hohlleiter, ne? Oder auch einen Rundhohlleiter, das Abwasserrohr, ne? So mehr oder weniger. Also natürlich in besser und in gut leitend, also Kupferabwasserrohr. Ne? Aber vom mechanischen Aufbau ist es ähnlich. Eine Mikrostreifenleitung hier, das ist die normale Leitung auf einer Platine mit, das ist essentiell wichtig, einer Massefläche unten drunter, die gehört zur Mikrostreifenleitung dazu. Wenn Sie heute in der Niederfrequenztechnik irgendwelche Leitungen oder sowas da auf der Platine routen, dann müssen die nicht notwendigerweise mit der Masse unten drunter daherkommen. Das ist dann aber in der HF-Technik nicht möglich, also das muss mit daherkommen. So, dann eine Koplanarleitung, da sieht man hier die Isolation dazwischen. Also im Prinzip haben Sie hier einen heißen Leiter oder das Signalleiter und da die Masse, was natürlich nicht ganz richtig ist. Und die ist jetzt hier auch nochmal ein Ground unten drunter, der muss aber nicht da sein, diese Masse. Also der würde auch funktionieren mit, die beiden wären Masse. Und eine Stripline, wo Sie zwischen zwei Masseflächen, na eigentlich ist das hier, Der so durchgeschnittene Koaxleiter, ne, wenn Sie so wollen, und aufgeklappt. Und das hier oben ist der so durchgeschnittene Koaxleiter. Ne. Die Mathematik und die Feldverhältnisse sind natürlich andere, nicht, aber die Vorstellung könnte sehr ähnlich sein. So, da wollen wir ein bisschen was von kennenlernen. Gucken wir uns erst einmal die Wellenleiter überhaupt an. So, Parallelplattenleitung, wie gesagt, unendlich ausgedehnt, ideal leitend. Ja, wie sieht das Feld aus? Also laut Theorie überall homogen gleich. Das ist eine Lösung, ja. Plus anlegen, Minus anlegen und fertig. So, und das ist das Feld dazu. Also ein ganz wunderbares, homogenes elektrisches Feld hier drin. Das magnetische Feld, wenn hier tatsächlich Strom fließt, wird sich entsprechend senkrecht ausbilden. Die Feldlinien, die magnetischen, das haben wir ja auch schon gesehen, werden sich im Unendlichen oder hier auf der Leiter dann eben schließen. So, das ist die, ich hatte es ja schon gesagt, das ist die transversale elektromagnetische Welle. Nicht? Sie haben keine Komponente des elektrischen Feldes in Ausbreitungsrichtung und auch des magnetischen Feldes nicht. Ja, Sie haben zwei Leiter, das ist entscheidend dafür,
Und so kann sich eben auch eine TEM-Welle ausbilden. Das ist die Welle, einmal das EY, hier noch einmal wieder das Y, das was hier jetzt in die Richtung geht, war früher das, was nach oben und unten ging. Ich weiß nicht, wie ich das besser darstellen soll. Ne? Das hier ist die Ausbreitungsrichtung, also das, was nach hinten in die Ebene reinging, das elektrische Feld da drin. Und da sehen Sie eben das Minimum, Maximum, die Nulldurchgänge hier und so weiter. Und Sie sehen mit mit 180 Grad Phasendrehung, also eigentlich in Phase, das elektrische Feld, das magnetische Feld dazu. Und hier ist es die Hx-Komponente, also die in die Richtung gehend, während das Ey diese Komponente war. Ne? So. Ja, keine Überraschung, homogen über den ganzen vertikalen Querschnitt dieser Leitung. Die Mathematik dazu, beziehungsweise das, was davon übrig bleibt, dann noch eben, das elektrische Feld ist ja nichts weiter als Spannung durch Abstand. Das ist die elektrische Feldstärke. Das versehen wir mit einem Ausbreitungskoeffizienten hier noch, also mit dem Phasenfaktor da. Aufgrund des Wellenwiderstandes hier können wir das sofort in die H-Feldkomponente umrechnen, müssen es nur yx um 90 Grad drehen, dann haben wir eben auch die H-Feldlösung und kriegen dann raus, da fehlt ein Gleichheitszeichen, kriegen raus die charakteristische Impedanz, die ist eben nur bestimmt aus den Materialien, nicht aus der Geometrie, das ist ganz interessant, ne? Also einfach nur das Epsilon und das μ sind hier drin, wenn wir eine Luft-Parallelplattenleitung haben, wobei ich das jetzt extrem schwer finde zu bauen, also zwei Leitungen, so Luft und dann unendlich ausgehen, ist schwer. Ne? Naja, jedenfalls, dann wären es die 377 Ohm, modifiziert wahrscheinlich nur, wenn da Plastik, Teflon oder sonst irgendwas drin ist hier mit dem Wurzel der relativen Dielektrizitätszahl da. Ne? Und hier Ausbreitungskoeffizient, das hier ist ja 1 durch die Geschwindigkeit, was hier steht, also das Ding hat Lichtgeschwindigkeit. Ne? Und zwar, das muss dabei weg, frequenzunabhängig. Also keine Dispersion, alle Frequenzen haben die gleiche Geschwindigkeit. Alle Signalkomponenten. Ne? Auch eine interessante Beobachtung. So, gibt es andere Lösungen? Ja, da gibt es jetzt erstmal verwirrende Bilder, ne? Würde ich mal sagen. Was will uns der Dozent damit sagen? Stellen wir uns mal gekreuzte Wellen vor. Das ist das, was der Dozent damit sagen will. Und zwar strahlen wir von unten eine parallel ebene Welle so ein. Das sind die Wellenfronten hier. Und zwar die Maxima, die Minima, Maximum, Minimum. Ne? So, wird hier in dem Winkel, in diesem Winkel hier eingestreut. Das hat natürlich dann eine Komponente in die Z-Richtung, das ist die da, und in die Y-Richtung, das ist die. So, unter demselben Winkel gespiegelt, wird von oben eingestrahlt. Selbe Welle, nee, eben gerade nicht dieselbe Welle, aber selbe Energie und so weiter. Also auch eine parallele, auch eine ebene Welle, die einfach hier jetzt von oben eingestrahlt wird. Die Bedeutung ist die gleiche. So, und jetzt gucken wir uns das Interferenzmuster an, was da passiert. Was da entsteht. Denn da wird ja eins entstehen, denn die Wellen überlagern sich ja. Und zwar gibt es hier jetzt Linien, Punkte, wo sich immer ein Maximum mit einem Minimum der beiden Wellen trifft. Also, ja, Maximum mit Minimum, Maximum mit Minimum, Maximum mit Minimum, Maximum mit Minimum und so weiter. Wenn die beiden die gleiche Amplitude haben, kommt 0 raus. Ja, weil das eine ist Plus, das andere Minus. Und es gibt Linien, wo sich Minimum, Minimum, Maximum, Maximum und so weiter trifft. So, vielleicht schwer vorstellbar, wenn man überlegt, wie man das praktisch realisieren will, aber da, wo sich Minima und Maxima treffen, löscht sich das Feld ja aus. Da ist keins. Da kann ich also eine leitende Platte einschieben, ohne dass was passiert. Gedanken müssen weitergehen in die Richtung, ich muss trotzdem das Feld noch in den Zwischenraum kriegen, was ja technisch nicht möglich wäre. Aber ich könnte mir da eine virtuelle Ebene reinschieben. Ne? Hier, das wäre das Gelbe. Da kann ich eine isolierende, sondern eine leitende Platte, Alufolie oder sowas reinschieben. Das kann ich hier machen und das kann ich da machen. Und damit habe ich eine Parallelplattenleitung wieder. Nicht? Dann habe ich ja zwei Platten übereinander. Das ist die Definition von Parallelplattenleitung. So, und so kann man sich das Feld im Innenraum jetzt hier, da, das ist das auf der grünen Linie, vorstellen, als wenn das eben die Überlagerung einer von unten und einer von oben einstrahlenden Welle wäre.
So, da gibt sich jetzt hier Minimum, Maximum, Minimum, Maximum. Und diese Welle würde sich jetzt auch gedanklich in diese Richtung ausbreiten. Ne? Da haben Sie ja Minimum, Maximum, Tal, Berg und so weiter. Die einzige Lösung ist nicht, nur hier und da die Leitung einzuschieben, sondern Sie könnten es auch hier tun, noch einen Schritt weiter. Denn da, das Interferenzmuster setzt sich ja fort. Ne? Sie haben ja hier oben auch nochmal sowas. Das heißt, Sie würden dann zwischen diesen beiden Platten haben, Maximum, Minimum, in vertikaler Richtung und dann eben hier auch diese Feldausbreitung in die Richtung nach rechts. So, das ist eine mögliche Lösung für das Feld, die Feldausbildung, die Modenausbildung zwischen so Parallelplattenleitungen. Sie könnten es auch noch weitergehend machen, wäre auch möglich. Gut, das ist hier nochmal erklärt, aber das ist auch alles gesagt dazu. Man kann jetzt die Mathematik dazu aufmachen und ein bisschen rumrechnen und so. Und was kriegen Sie raus? Sie haben eben diese beiden Felder hier, E1 und E2, das von unten bzw. oben eingestrahlte Feld. Sie haben hier, können ausrechnen hier diesen Winkel für den Ausbreitungskoeffizienten und so weiter und so fort und kommen in der Überlagerung der beiden auf diese Lösung. Wo ich jetzt dummerweise den Phasenfaktor vergessen habe. Ja, einfach aufgrund der Geometrie können Sie ja auch den Ausbreitungswinkel bzw. Ausbreitungskoeffizienten Ky, Kz beziehen auf den Betrag des Phasen der Wellenzahl und kriegen dann eben den Winkel raus und haben eben diese Mischung hier da ja, erfahren. So. Was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, dass wir hier eine Komponente senkrecht zur Ausbreitungsrichtung haben und eine Komponente in Richtung der Ausbreitungsrichtung. Das heißt, es liegt hier keine transversal elektromagnetische Welle mehr vor, sondern nur noch eine transversal magnetische Welle. Ne? Das Magnetfeld haben wir uns jetzt noch nicht ausgelassen, aber wir haben zumindest hier schon mal ein elektrisches Feld in Ausbreitungsrichtung. So, wenn Sie sich überlegen, was bleibt eigentlich übrig als Ausbreitungskoeffizient, ich mache mal hier ein bisschen dunkler. So, was bleibt übrig für die Ausbreitung in die Z-Richtung? Nicht? Dann haben Sie natürlich einmal hier den Betrag, das ist das K-Quadrat, also das ist hier tatsächlich der Betrag des gesamten Ausbreitungskoeffizienten. Und dann bleibt für das Kz, also in die Z-Richtung, eben noch genau dieses hier übrig, da muss Y noch hin, dumm. So, und wir können noch überlegen, wie groß muss denn das hier sein? So, wir müssen wissen, oder es muss so sein, dass zwischen diesen beiden Ebenen hier sich genau eine halbe Wellenlänge ausbilden muss. Also mindestens. Darf auch eine ganze sein oder eine halbe Welle muss dazwischen passen. Ne? Das heißt, Sie müssen auf diesem Weg hier, auf dem Abstand d, ist das ja zwischen meinen beiden Fingern, eine Phasendrehung von Pi hinkriegen, mindestens. Oder von 2Pi. Oder von 3 oder 4 oder sonst wie Pi. Ne? Aber jedenfalls Vielfache von Pi. Und das muss eben dann eben auch hier die Wellenzahl Ky, also die Ausbreitungskomponente, der Anteil der Ausbreitung der Wellenzahl in Y-Richtung liefern. So, das wird also von der Richtung aufgegessen. Und damit bleibt in Ausbreitungsrichtung Z nur noch das hier übrig, was eben über diesen Wurzelausdruck gegeben wird. So, das ist der Phasenfaktor der Welle im freien Raum. So, 2 Pi durch Lambda.
Und das ist eben das, was Sie minimal in vertikaler Richtung aufwenden müssen, damit Sie da die stehende Welle hinkriegen. Soweit okay? Welche Konsequenz hat das noch? Nehmen wir mal an, das hier ist gegeben aufgrund der Geometrie und die Welle wird lang. Die Welle wird lang, heißt, die Frequenz ist niedrig und das Lambda groß. Wenn das Lambda groß wird, wird dieser Ausdruck klein. Wenn dieser Ausdruck zu klein wird, wird der Radikant hier negativ. Das heißt, die ziehen die Wurzel und kriegen was Komplexes raus. Das heißt, diese Welle hat keine Wellenform, keine Ausbreitungsfähigkeit, sondern sie ist nur noch eine gedämpfte Welle. Ja, weil wenn das hier, das wird ja im Phasenfaktor hier mit dem E hoch J, KZ mal Z, taucht das ja auf. Wenn Sie da J mal KZ und dieses KZ selber ist imaginär, dann kriegen Sie da irgendwie J mal J, das macht dann was Reelles, oder nämlich minus 1 raus. Das heißt, Sie kriegen eine exponentiell gedämpfte Welle zwingend raus, wenn dieser Faktor hier zu klein wird. Das heißt, es gibt eine Mindestwellenlänge, die Sie brauchen, um überhaupt ausbreitungsfähig zu werden, um überhaupt diese Bedingungen zu erfüllen, die ich eben genannt habe, nämlich dass Sie diese beiden Platten einschieben können. Und die ist einfach, dass mindestens eine halbe Welle in den Plattenabstand passt. Kann man sich auch geometrisch überlegen, ne? Sie müssen einfach die Randbedingungen schaffen können. Oben muss ein Feld 0 sein, unten muss ein Feld 0 sein. Das schaffen Sie nur mit einer halben Welle. Wenn die Welle kürzer ist, wenn die Welle länger ist, geht das gar nicht. Erst wenn die Welle kürzer wird, können Sie einen Teil aufbrauchen für das Vertikale und einen anderen Teil für das Horizontale, für die Ausbreitung. So zeigen sich dann die Bilder. Was haben wir hier jetzt? Wir haben einen Abstand von 10 cm zwischen den Platten. Das heißt, wir müssen eine Mindestwellenlänge von 20 cm haben. Höchstwellenlänge von 20 cm. 20 cm Wellenlänge sind 1,5 GHz umgerechnet in Frequenz. Das ist circa, die Kommastellen lassen wir mal weg. So. Und wenn wir das, so eine Welle, so ein Signal jetzt an die Parallelplattenleitung anlegen, dann sehen Sie das hier. Hier haben Sie plus 5 cm, minus 5 cm, also genau 10 cm dazwischen. Die Welle passt gerade dazwischen. Es ist kaum aber noch etwas von der Wellenzahl übrig für die Ausbreitung in die Richtung. Das heißt, die Welle in dieser Richtung wird unendlich lang oder wird sehr, sehr lang zumindest. Also die effektive Wellenlänge im Wellenleiter, der Welle im Wellenleiter wird sehr groß, was Sie hier sehen. Ja. Und wenn Sie jetzt auch nur so ein bisschen höher gehen auf 2 GHz, dann stellen Sie fest, naja, Sie kriegen hier die Ausbreitungsbedingung erfüllt. Also sprich hier 0, da 0. Und hier jetzt eine, ja, wesentlich kürzere Welle in Ausbreitungsrichtung, ne? Eine effektive Wellenlänge in Ausbreitungsrichtung. Gehen Sie auf 5 GHz, also noch höher wird die Welle natürlich noch kürzer. So. Das ist nochmal hier angegeben. Hier ist nämlich die Wellenlänge der geführten, guided wave, der geführten Welle. Direkt an der unteren Cut-off-Frequenz bei 1,5 GHz geht das gegen unendlich. Und darüber, beziehungsweise allgemein, gilt diese Formel eben für die Wellenlänge im Leiter. Kann man sich das so vorstellen? Sie könnten auch die anderen Wellenbilder nehmen. Nehmen Sie mal an, Sie haben hier die parallele Platte und da die parallele Platte. Dann hätten Sie jetzt hier Berg und Tal drin, in vertikaler Richtung schon. Also Sie hätten eine andere Felddarstellung. Ne? So, da haben wir noch ein bisschen zugerechnet. Ja, so sieht das aus, wenn man es dann mal komplett ausrechnet und sich dreidimensional darstellt. So, fangen wir mal hier unten zunächst an. Hier haben wir erstmal die TEM-Welle, die transversale elektromagnetische, wo wir die obere Platte auf Plus, die untere auf Minus gelegt haben. So, dann haben wir hier
die transversal elektrische Welle, also da, wo tatsächlich die parallel zu den Leiterplatten befindliche Feldkomponente 0 sein muss, also die tangentiale Komponente muss verschwinden. Die wird ja auf 0 gedrückt durch den Kurzschluss des Materials. Wir sind hier bei 1,4 GHz und was Sie hier sehen, ist keine Welle, sondern einfach nur etwas exponentiell Abfallendes. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe, wenn für das KZ, für die Ausbreitungsbedingungen in Z-Richtung, einfach nicht genug Wellenzahl übrig bleibt und das KZ imaginär wird. Dann ist das einfach eine exponentiell abfallende Welle. Fertig. Da geht es ein bisschen Energie zunächst mal rein, aber wird da auch nicht geführt und geht auch nicht verloren, sondern eigentlich wird alles reflektiert. So, bei 1,5 GHz steigt das dann an. Sie sehen hier die ganz normale Wellenform, wie Sie es erwarten würden, nicht? Also da geht jetzt die Welle so durch den Leiter durch. Wenn Sie die Frequenz weiter erhöhen, sodass eben auch hier eine komplette Welle in den Plattenabstand reinpasst, dann sehen Sie die eben auch hier, ne? Und wenn hier noch mehr reinpasst, hier also jetzt 3 halbe Wellenlängen, dann haben Sie hier so ein Huckelgebilde, ne? So, und für 4,5 GHz, das ist eben die Aussage, sind alle diese 3 Feldverteilungen erlaubt und möglich und die werden auch geführt. Die Frage ist, wie viel Energie ist in der Welle? Das weiß man jetzt per se nicht. Das hängt davon ab, wie genau das angeregt wurde. Kann man jetzt auch nicht unbedingt was zu sagen. Man kann auch nicht unbedingt sagen, dass das über den ganzen, über alle Störstellen hinweg, da kann ja mal was passieren an so einem Parallelplattenleiter auch, nicht? Über alle Störstellen immer auch die gleiche Verteilung bleibt. Die kann sich auch durchaus ändern, wenn es Störstellen gibt im Leiter. So, transversale magnetische Welle. Das Y hier gezeigt. Ähnliche Verhältnisse, ne? Haben wir noch Bilder? Ne, jetzt haben wir hier die Ausbreitungskoeffizienten. So, was sieht man jetzt hier? X-Achse, Frequenz in Megahertz, wieder dasselbe Ding, Parallelplattenleitung mit 10 cm Plattenabstand. Und hier wird der Real- oder Imaginärteil von KZ, also des Ausbreitungskoeffizienten in Z-Richtung, aufgetragen. Imaginärteil ist es immer, wenn diese, imaginär ist er immer, wenn es diese Doppels hier sind, also diese Rauten dran sind. Und real ist es, wenn es einfach nur die Leitung ist. So, die TEM-Welle hatte ich ja eben schon gesagt, deren Geschwindigkeit ist völlig unabhängig von der Frequenz. Damit ist der Phasenkoeffizient Omega mal 1 durch Geschwindigkeit, das hatten wir eben gesehen. Der Phasenkoeffizient steigt dann also linear mit der Frequenz an, weil da ja das Omega vorne steht, ne? Und die Geschwindigkeit gleich bleibt. Das ist genau das hier. So, was passiert jetzt mit der TE- oder TM-Welle, also mit den höheren Moden? Und zunächst einmal bei sehr, sehr langen Wellen, respektive kurzen Frequenzen, sind die nicht ausbreitungsfähig. Passt einfach nicht rein, ne? Das heißt, sie werden bedämpft. Und je höher das hier jetzt ist, dieser Imaginärteil ist, desto stärker ist die Bedämpfung. Untere Mode, ja, auch noch massiv bedämpft. Und die anderen dann eben noch mehr. Das heißt, die sind gar nicht ausbreitungsfähig. Die kommen einfach nur so ein paar Millimeter in den Wellenleiter rein und dann ist schon wieder Schluss. Nähern wir uns der ersten Cutoff-Frequenz für die niedrigste Mode, dann fällt zunächst mal hier die Dämpfung. Irgendwann wird die Dämpfung null. Und dann wird das KZ reell und der Ausbreitungskoeffizient steigt an, zunächst steil und dann asymptotisch fast linear. Aber eben nicht einfach linear, wie das passiert ist im blauen Fall für die TEM-Welle, sondern hier mit einer gewissen Krümmung. Und diese Krümmung ist dann letztlich ein Unterschied in Geschwindigkeit. Nicht? Also die Welle hier, diese Frequenz hat eine andere Geschwindigkeit als die. Noch ist aber die grüne Mode überhaupt nicht ausbreitungsfähig, weil noch stark bedämpft. Ne? Das sehen Sie hier. Da, selbst an dieser Stelle hier, nicht, da haben Sie irgendwie was von der roten, also von der Grundmode da. Und von der höheren, die sind immer noch stark bedämpft. Und da ist zwar noch Energie irgendwie exponentiell abfallend da drin, aber die wird nicht transportiert. Irgendwann kommt sie an den Punkt, da sind jetzt hier, wird auch die ausbreitungsfähig. Das heißt, Sie haben jetzt 3 mögliche Feldverteilungen, die unterwegs sein können. Die, die und die. Und zwar mit unterschiedlichen Phasenkoeffizienten. Damit auch unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Das heißt also, wenn jetzt hier die, die und die angeregt sind, und das ist irgendein Signal da drauf, dann kommt nach einer gewissen Strecke Brei an. Weil erst kriegen sie ein bisschen was von dem, dann ein bisschen was von dem und dann ein bisschen was von dem. Und das können sie noch so, je höher die Frequenz wird, desto pathologischer wird das. Ne? So, wir haben es also jetzt hier zunächst mal mit Dispersion zu tun, also unterschiedlichen Geschwindigkeiten von unterschiedlichen Frequenzkomponenten. Und nicht nur das, auch noch der Möglichkeit, dass vom gleichen Signal Anteile nach unterschiedlicher Zeit am Ende des Leiters ankommen. Das ist nicht so toll, macht uns aber im Wesentlichen Probleme erst im nächsten Semester. In diesem ist es noch nicht so tragisch. Okay, hier ist nochmal eine ganze Menge zu dem gesagt, was oder da aufgeschrieben zu dem, was ich gesagt habe. Okay, so, jetzt gehen wir mal daher. Also es ist ja, dieser Parallelplattenleiter ist ja praktisch ein bisschen schwierig zu bauen, ne? Weil der soll ja unendlich ausgedehnt sein. Das macht das Handling schwer. Ihn einfach abzuschneiden ist auch irgendwie nichts. Weil wenn Sie ihn einfach abschneiden, dann ist es ja keine unendliche Ausdehnung, keine Parallelplatte mehr. Und dann wissen Sie ja nicht, was am Rande passiert. Da geht ja vom Feld was raus. Und wenn was vom Feld rausgeht, dann hat das auch Einfluss, was Sie neben diesem Leiter tun. So, also könnten Sie auch hergehen und könnten sagen, ja, ich mache dem mal eine Parallelplattenleiter. Das ist dieser hier. Ja? Der. Das war der Parallelplattenleiter. Ich schneide den einfach mal irgendwo ab und löte ihn zu. So, dann haben Sie einen Hohlleiter. Das ist im Prinzip das, was wir zunächst mal gemacht haben. Wir können jetzt zunächst mal in nullter oder minus erster Näherung davon ausgehen, das ganze Ding verhält sich vielleicht ähnlich wie ein Parallelplattenleiter und machen jetzt die Änderungen dazu noch. Wir können das Ganze jetzt auch als Moden und so weiter ganz ausführlich rechnen. Das erspare ich Ihnen und mir, weil das die ganzen Tafeln voll macht und ich glaube nicht wirklich zum Ziel führt. Aber man kann das schon tun. So, dennoch können Sie sich natürlich überlegen, Sie haben wieder ähnliche Bedingungen. Das heißt, Sie müssen die tangentialen E-Feld-Komponenten hier müssen natürlich verschwinden und dazwischen dürfen Sie das Maximum haben. Ne? In diese Randfläche hier darf natürlich normale Feldkomponente rein. Das wäre gar kein Problem. Die muss ja nicht null werden. Ne? Aber die Tangentiale muss null werden. So, das wäre jetzt erstmal so die erste Vorstellung der Mode. Es kann sich natürlich auch ergeben, dass es irgendwie passiert, dass es eine Feldverteilung gibt, wo diese Komponente hier die Tangentialkomponente des E-Feldes verschwindet und man eine Normalkomponente des elektrischen Feldes hier in diese beiden Randflächen hat. Auch das wäre erlaubt. Das ist was wir vorher nicht hatten. Das ging gar nicht, ne? Beim Parallelplattenleiter. Ja. Ja, ist ja eine polarisierte Welle, ne? Also wenn Sie diese Grundwelle anregen, die eben so aussieht, Tangentialkomponente da 0 und da 0 und dazwischen hier, ne? Fällt, dann ist das ja diese vertikale Polarisation in dem Bild. Das ist aber ein Rundhohlleiter im LMB. Das ist ein Rundhohlleiter und die Polarisation machen Sie über die Abnahme der Antennen. Da machen Sie Polarisationstrennung mit. Ein Rundhohlleiter hat die Eigenschaft, also auch im Rundhohlleiter haben Sie natürlich die Feldkomponente und die Feldkomponente oder so, also unterschiedlich polarisierte Feldkomponenten. Naja, aber ein Rundhohlleiter behandelt die erstmal beide gleich. Weil ist ja rund. Dann ist ja egal, ob so oder so rund. Ja. Okay, kann man ein bisschen rumrechnen, die Wellenleitung und so weiter aufmachen. Ich komme mal gleich zum Bild. Ja, ich komme mal gleich zu einem Bild. Das sieht jetzt ganz ähnlich aus wie das, was wir eben hatten, nur dass der eine Strich fehlt und sich da dementsprechend die Farben alle verschoben haben. Also das, was vorher rot war, ist jetzt blau, weil die Farben sind alle ein weitergewandert. Das ist aber nur die grafische Darstellung. Ne? Das ist das eine.
Und das andere ist, dass die nicht mehr ganz so regelmäßig kommen, sondern unterschiedlich hier dazwischen noch irgendwelche Moden ausbreitungsfähig werden. So, die erste Frage ist erstmal, warum ist denn diese Linie weg? Haben Sie schon mal versucht, bei einem Hohlleiter oben Plus und unten Minus anzulegen? So, was passiert, wenn das natürlich, das ist natürlich alles Blech hier, also alles leitendes Material, Sie legen hier oben Plus an und da unten Minus. Was passiert? Sofort kurzgeschlossen, ne? Also das geht nicht. So, diese TEM-Welle gibt es, also ist nur nicht nur nicht hingezeichnet, die gibt es auch gar nicht, ne? Weil es nicht mehr möglich ist, die Frequenz 0, das wäre das ja, also ein Gleichsignal in so einem Hohlleiter zu übertragen. Bei der Parallelplattenladung ging das noch, ne? Kein Problem, aber da gibt es nicht mehr. So, also damit ist die weg. Ansonsten ergibt sich nahezu das Gleiche. Hier, und zwar ist das hier jetzt auch, ich zeige dir gleich noch ein WR90 Waveguides fürs X-Band. Eben in diesem Bereich um 10 GHz wird er verwendet. Nicht? Offizielle Frequenzbereich, in dem er genutzt wird, ist 8,2 bis 12,4 GHz. Und irgendwie, ja gut, hier unten bei den niedrigen Frequenzen haben Sie, weil die TEM-Welle nicht vorhanden ist, halt nichts. Hier fängt dann irgendwann an, die erste Mode sich auszubreiten. Aber Sie haben hier noch zunächst einen unendlich steilen Anstieg. An der Stelle ist es echt sehr dispersiv, das Ding. Und da wollen Sie es nicht betreiben, ne? Also man könnte zwar theoretisch, aber das wäre halt praktisch nicht so toll. Also fangen Sie, auch wenn hier die erste Mode schon ausbreitungsfähig ist, nehmen Sie das Ding praktisch erst bei höheren Frequenzen und auch nicht bis dahin, wo die andere Welle wirklich anfängt, ausbreitungsfähig zu werden, die nächste Mode, sondern nur ein bisschen darunter, sodass die noch bedämpft ist, sodass Sie wirklich sicher davon ausgehen können, Sie haben nur eine ausbreitungsfähige Mode. Nur eine ausbreitungsfähige erlaubte Feldverteilung. War da nichts. Ne? So, deswegen wäre das hier der Betriebsbereich von dem Ding. Das ist die erste Welle, die ausbreitungsfähig wird, also die tatsächlich die ursprünglich mal so gedachte Parallelplattenleitung verwendet. Das hier ist die um 90 Grad dazu gedrehte Feldverteilung, die andere Parallelplattenleitung, die im Hohlleiter ja entstanden ist, durch das Abschneiden und Kurzschließen, dann verwendet. Ne? So, und dann geht es höher. Das ist halt jetzt hier zwei Feldverteilungen, also dasselbe. Und dann gibt es jetzt hier noch so diagonale Feldverteilung, also wo dann, ich zeige Bilder. So, das sind erstmal hier die Grundmoden. Die TE, transversale elektrische 1.0 Mode. Da verschwindet es. Sie haben nur vertikale Komponente. Und zwar ist das der XY-Cut. Also nehmen wir mal an, das ist der Hohlleiter, so durchgeschnitten. So, ne? Und das hier ist der YZ-Cut, also so durchgeschnitten. Also letztlich in Ausbreitungsrichtung. Ne? So, und im XZ-Schnitt, das wäre so durchgeschnitten, haben Sie in der Mitte nichts. Ja. Nee, XZ ist das so durchgeschnitten? Ja, aber an der Stelle, an der ich es gezeigt habe, ist jetzt nichts. So. Und dann haben Sie nochmal das Magnetfeld da, das erstmal hier senkrecht dazu ist. Dann nochmal hier die Ausbreitungsrichtung dazu. Und hier haben Sie jetzt auch noch eine Komponente, die in die Ausbreitungsrichtung geht. Deswegen ist es ja nur die transversale elektrische Welle, weil es ein longitudinal magnetisches Feld gibt. Ne? Und das sieht man hier. So, jetzt gucken wir uns im Vergleich die beiden Bilder an. Ich glaube, im Vergleich sieht man das meiste. Also nicht nur, dass oben die Indizes springen, das ist doch, sondern Sie sehen auch, dass die alle da sich der Kram um 90 Grad irgendwie dreht. Ne? Ja? Jetzt gebt mir all euer Geld, ihr seid hypnotisiert.
So, jetzt ist so eine diagonale Wellenform hier gezeigt, wo es hier selbstverständlich tangentiale Komponenten des elektrischen Feldes hier und da müssen verschwinden, nicht? Aber dazwischen gibt es natürlich hier die normale Komponente des elektrischen Feldes und Sie haben hier jetzt eine, ja, so eine Welle, die so ein bisschen diagonal sich da aufbaut, ne? Auch die kann man jetzt um 90 Grad drehen, ne? Und dann ergibt sich das hier. So, und da kann man eben noch mehr bunte Bilder malen. Da passiert jetzt nicht mehr viel im Unterschied. Kommt noch was? Die 002 und die 20, die müssen wir noch vergleichen. Also die da und die. Da sehen Sie wieder die 90 Grad Drehung drin, ne? So, und dann kann man noch sich irgendwelche anderen Konstruktionen hier finden. Was haben wir denn noch? Ah, das war's. So, ich wollte noch eingehen auf die eine hier relativ wichtige Formel. Da muss ich mal zurück. Nämlich die da. Was ist jetzt die Grenzfrequenz für die einzelnen Moden? So. F-Cutoff, abhängig von M und N. M, die Modenzahl eben in diesem, ich sag mal, ursprünglichen Parallelleiter, also hier über die Größe A und über das B. Ne? Das ist, wenn Sie diesen Faktor hier wegnehmen, dann können Sie ja die Wurzel einfach ziehen und so weiter. Eigentlich denselben Ausdruck, den man für die Parallelplattenleitung auch gefunden hat. Ne? So, und hier kann es jetzt nur eben sein, dass, weil Sie ja zwei Richtungen haben, in denen sich eben die zwei Richtungen haben, in denen sich eben die Moden ausbilden können, haben sie unterschiedliche Wellenzahlen, M und N, was ganze Zahlen sind, ganze Zahlen, natürliche Zahlen mit der Null drin, also einer von denen darf auch Null sein, beide nicht, dann ist nämlich nichts da. Und wenn Sie jetzt eine auf Null setzen, dann haben Sie eigentlich das, was der Parallelplattenleiter da auch hergibt. Und wenn Sie jetzt die Mischformen haben, also 1 und 1 oder 2 und 2 oder 2 und 1 oder 4 und 5 oder sowas oder 27 und 28, dann kriegen Sie eben hier unterschiedliche Grenzfrequenzen raus. Gut, das war der Rechteck-Hohlleiter. Ich habe Ihnen nochmal Bilder gezeigt. So sieht er aus. Und das ist die Tabelle dazu von technisch relevanten Hohlleitern, die zumindest hier nach der IEC benannt werden nach den Inches, also Hundertstel Inches, also amerikanisches Maß natürlich. Was ist hier angegeben? Einmal die Frequenz, in denen sie verwendet werden. Das dazugehörige Band hier eingeteilt, L, X-Band, K-Band und so weiter. Das sind so alte Bandbezeichnungen, Frequenzbezeichnungen, Bandbezeichnungen. Ist mir auch nicht gar so geläufig. Nicht, dass man jetzt wirklich davon reden würde, ich arbeite im X-Band oder ich arbeite im L-Band und so weiter. Nicht? Also ja, klar. Also Sie finden zum Beispiel mal die Aussage, das GPS-System läuft im L-Band. Ne? So könnten Sie das zuordnen, also kann man das zuordnen. Das, die Aussage gibt es schon. Ne? Oder wir machen Radar im X-Band. Und dann sitzt er halt bei 10 GHz oder so. Also das ist so diese Klassifizierung, so wie wir sonst ja UHF, VHF und so weiter und so hatten. Ne? Die DIN-Bezeichnungen für die Dinger. Ja, und jetzt hier die Ausmaße in Millimeter und die Ausmaße in Inch noch dahinter, damit man das ein bisschen zuordnen kann. Und das Verhältnis A zu B. Das kann 2 sein, das ist eine ganz gute Wahl, aber das muss nicht genau 2 sein. Also, dass der eine Abstand doppelt so groß ist wie der andere. Ne? Hier für das X-Band war das zum Beispiel nämlich nicht, sondern 2,25. Okay, so, was findet man jetzt noch hier? Gucken Sie mal an, Sie haben hier einen Hohlleiter bei 1,5 GHz. Dann ist der, da hat er so 15 cm, ne? So. Was ja logisch ist, weil die Welle ist ja lang, ne? Das ist ein Ofenrohr, also da können Sie auch Dunstabzug mitmachen oder sowas, ne? Müsste das dann die Weite der eine B heißen?
Nee, das eine ist die Millimeter und das andere ein Inch. Das ist der Unterschied. Und das Verhältnis steht hier nochmal. Also es ist schon alles richtig. Alles richtig hier. So. Und das geht natürlich weiter. Wenn Sie hier einen X-Band-Hohlleiter nehmen, da, dann hat er hier noch so 2 cm. Ne, da haben wir auch drüben welche liegen. Machen wir auch Versuche mitmachen. 2 cm circa. Und wenn Sie jetzt hier Autoradar betreiben, bei 77 GHz, dann hat Ihr Hohlleiter noch ein großes Maß, also das größere Maß, das A-Maß, von 2,54 mm. Ne? Das ist schon klein. Also so, ne? Also ein Hohlleiterchen halt, ne? Ein kleiner, süßer. Ja. Ja, gut, und alles dazwischen, ich meine, viel mehr gibt diese Tabelle jetzt auch nicht her, ne? Wird das auch vorrangig so in der Militärtechnik eingesetzt? Also, weil ich kenne das so an sich nicht, dass mir immer jemand sagt, weil ein guten war und so. Ja, wo benutzt man Hohlleiter? Oder was, wann braucht man Hohlleiter? Hohlleiter sind zunächst mal teuer. Also wenn Sie jetzt hier irgendwas in dem Bereich hier nehmen, da selbst das da im X-Band mit 2 cm, das ist echt Material. Ne? Also das ist halt in etwa so groß, das Ding. Ne? Also naja, hier, ich hätte ja mal einen mitbringen können, aber das ist so in etwa dieses hier vielleicht. Ne? Also das ist so die Größe. Und das ist Material schon mal. Ne? So, schlichtweg. Das muss ja bearbeitet werden, das muss besilbert werden, das muss ja, Sie können ja kein verkratztes Blech da nehmen, ne? Aufgrund des Skin-Effekts wird er ja dann zu erheblichen Dämpfungen führen, ne? Sondern Sie müssen das versilbert haben und so. Also das ist teuer. Wenn Sie davon jetzt auch nur so ein paar Zentimeter oder sowas haben, ist das für ein Konsumerprodukt schon mal ziemlich aufwendig. So, das heißt also, Sie werden das nur einsetzen, wo Sie High Performance brauchen und das und es sich leisten können. Und das ist halt im Militär oder bei Messtechnik oder so, ne? So, viel mehr nicht. Oder vielleicht im Radarbereich, also da, wo Sie Sicherheit herstellen müssen oder wollen. Also sprich so Flugradar und sowas. Ne? Also da, wo Sie auch kleine Stückzahlen haben. So, da ist das natürlich auch aufwendig zu verarbeiten. Die müssen auch verflanscht werden. Das ist so wie Klempnerei halt. Ne? Die müssen verflanscht werden, verschraubt werden und so weiter. Auch das ist nichts, was Sie 10.000 oder millionenfach am Tag machen wollen oder im Jahr machen wollen. Ne? Dann nehmen Sie diese Geschichten natürlich nur da, wo Sie die unbedingt brauchen. So, wo brauchen Sie die unbedingt? Da, wo es um hohe Leistungen geht. Das ist im Konsumerbereich auch eher nicht so. Ne? Außer in der Mikrowelle. Und da ist auch einer drin. Aber der ist halt so kurz wie möglich. Ne? Das haben Sie da im Konsumerbereich auch nicht. Und es kommt auf High Performance und niedrige Dämpfungen an. Da, wo Sie niedrige Dämpfung brauchen. Die Dinger, die Hohlleiter, haben eine niedrigere Dämpfung als ein Koaxkabel. Einfach aufgrund der Struktur, aufgrund der Tatsache, dass Sie im Koaxkabel auch Plastik drin haben, also ein Dielektrikum drin haben, was immer mit Verlusten daherkommt. Ne? Und da haben Sie einfach nur Luft, ne? Trockene Luft, wenn es eben geht. So, dass Sie hier, ja, und das haben Sie im Konsumerbereich auch nicht, weil Sie sich die Performance gar nicht leisten wollen oder können. Ne? So, und damit rutschen diese Teile natürlich in den professionellen Bereich rein. In kleinen Stücken tauchen die auch im Konsumerbereich auf. Das eine ist nämlich beim LMB, beim Satellitenschüssel. Und das andere ist in der Mikrowelle, also im Mikrowellenofen. Ne? Da ist so ein kleines bisschen Hohlleiterchen drin. Das sind aber auch nur so ganz kleine Stücke da. Ne? Sonst noch irgendwo? Also ich nehme an, im Autoradar werden welche drin sein. Ganz bisschen, kommt darauf an, wie die Antenne da aussieht. Aber das ist es auch. Okay, so, machen wir mal einen Einschub. Geschwindigkeiten. Das ist jetzt ein, ja, ich würde jetzt fast gesagt, zeitweise abgefahrenes Thema. Eigentlich ist ja die Frage, die da unten steht. Wie schnell ist ein Signal? Also ihr habt eine Leitung, was ist ja erstmal egal wie lang, ne? Also ich gebe da jetzt ein Signal rein, das soll hier hinten rauskommen. Wie lange braucht's? Bis das registriert wurde oder nur bis das die erste Reaktion ankommt? Erstmal egal. Können Sie eins davon beantworten? Ja, das ist ja nicht, also was grob abschätzt, 2/3 Lichtgeschwindigkeit im normalen Koaxkabel. Ich will's, also ich, erstens will ich es nicht grob abgeschätzt und zweitens stimmt es nicht. Okay. Naja,
Vor allen Dingen ist ja gar nicht die Rede von Koaxkabel oder so, ne? Wir können uns auf verschiedene Art und Weisen dem erstmal nähern. Wir können natürlich mal sagen, wie schnell ändert sich die Phase, also wie schnell ist die Welle da. Voraussetzung dafür ist, da ist eine Welle. Und zwar die Aussage, die ich bei eingeschwungenen Zuständen schon immer gebracht habe, ist, die Welle war schon immer da und die Welle wird immer da sein. Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, ist eigentlich keine Information damit assoziiert. Weil die Welle war ja schon immer da und sie wird immer da sein. Das ist keine Information. Also sind wir eigentlich gar nicht da, was ist eigentlich das Signal, sondern wir sind irgendwie nur bei, was ist die Welle. Ne? So, wenn wir uns das angucken, dann kann man das ausrechnen hier, das ist relativ einfach. Sie stellen halt hier irgendwo so ein Männchen in den Hohlleiter und dann gucken Sie mal, wann die Nulldurchgänge vorbeikommen. Ne? Das ist ja eigentlich alles, was Sie machen müssen. Sie müssen ja nur gucken, 0, 0, 0. Und das können Sie messen und Sie wissen, zwischen zwei Nulldurchgängen, nee, zwischen drei Nulldurchgängen war eine ganze Welle. Da wissen Sie die Strecke, nämlich die Welle. Ne? Und die Zeit haben Sie mit der Stoppuhr, also natürlich nicht mit der Stoppuhr, also die Zeit haben Sie auch gemessen. So, wenn Sie das machen, kommen Sie einfach drauf, die Phasengeschwindigkeit ist das da, weil Sie haben sich ja nur die Phase angeguckt, ist Wellenlänge durch Zeit. Und da kommen Sie auf Omega durch Ausbreitungskoeffizient in die Richtung, wo Sie jetzt, wenn Sie jetzt mal in Gedanken KZ gleich Omega mal Wurzel Epsilon mal μ setzen für eine TEM-Welle, dann haben Sie hier genau die Lichtgeschwindigkeit stehen. So, wenn Sie aber, und das hatte ich ja auch schon gezeigt, hier eine Welle haben, die unendlich lang ist, weil es die Welle an der unteren Cutoff-Frequenz ist, an der unteren Grenzfrequenz, da hatte ich ja gesagt, die ist unendlich lang, ne? Hatte ich das gesagt? Weil ja für Ausbreitungsrichtung nichts zur Verfügung steht, weil ja alles für hin und her aufgegessen wird, ne? Was an Wellenzahl zur Verfügung steht. So, wenn Sie also jetzt hier eine Welle haben, die unendlich lang wird, dann wird auch die Phasengeschwindigkeit unendlich lang. Weil die Zeit, wann die Nulldurchgänge kommen, die bleibt ja. Ist ja vorgegangen durch die Welle. Können Sie sich vorstellen? Noch ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken, wie schnell man hier durchkommt. Ja, das sind diese aufwendigen Grafiken dazwischen. So, da habe ich das einmal. Ne? Hier ist die Welle sehr lang. Das ist in der Nähe der unteren Grenzfrequenz. Und ich kann es hier nochmal verdeutlichen. Die untere Grenzfrequenz wird ja dann erreicht, wenn diese beiden Wellen hier eben nicht in die Richtung im Wesentlichen gehen, sondern gegeneinander laufen. Ne? Das heißt, die gehen eigentlich nur hin und her hier. Ne? Und es bleibt noch so ein ganz bisschen was für Ausbreitung. So, wenn wir das haben, kriegen wir eine Phasengeschwindigkeit raus, die, Sie werden es auf YouTube, trauen sich eigentlich keine, nicht Fragen zu stellen, weil die Kamera mitläuft. Wenn das so ist, dann müssen wir die Kamera ausschalten. Okay, gut. So, wenn Sie das machen, kriegen Sie also raus, dass auch in solchen Zusammenhängen, hier zum Beispiel im Rechteckhohlleiter, wo ich, da habe ich das mal ausgeführt, kriegen Sie es hin, dass Sie Phasengeschwindigkeit auf unendlich kriegen, beziehungsweise wenn die Frequenz sehr hoch wird, dann wird die Phasengeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit, kann man sich auch vorstellen. Nehmen Sie sich einen Hohlleiter, wo Sie durchgucken können, und nehmen Sie einen Laser, ne? Also das ist der Hohlleiter hier, da, und dann nehmen Sie einen Laser, mit dem Sie da reinstrahlen, dann hat der vom Hohlleiter eigentlich nichts, ne? Dann geht der halt einfach durch. So, also, das ist die eine Ecke der Vorstellung und die andere Ecke hier an der Cut-Off, hin und her, da wird die Phasengeschwindigkeit unendlich. So, jetzt ist das nicht Nobelpreisverdächtig. Sie könnten ja sagen, super, wir haben was gefunden, was über Lichtgeschwindigkeit geht. Ne? Nee, da ist nämlich keine Information, kein Signal und auch kein solcher Energietransport mit assoziiert. Ne? Weil die Welle war ja schon immer da und wird immer da sein, ne? Das ist ja die Voraussetzung gewesen hier an der Stelle. Und jetzt zu argumentieren, oh, ich habe was gefunden, was über Lichtgeschwindigkeit geht, ist einfach Blödsinn. Übrigens, die meisten, die meisten Ergebnisse, wo rauskam, man hat irgendwas gefunden, was über Lichtgeschwindigkeit war, basieren auf Messfehlern, oder eigentlich alle. Also es hat dann immer mal irgendwelche Meldungen gegeben, wir haben was gefunden, Effekt über Lichtgeschwindigkeit, und da wird auch Signal, das ist ja wichtig, Energie oder Signal mit Information mit übertragen, ne? Sowas taucht ja mal auf. So Hohlleiter unter Cutoff oder so war mal so ein Beispiel. Ne? Das sind Messfehler. Da hat er einen Fuß auf dem Kabel gehabt oder so. Ne? Hat sich dann in der Regel, nee, nicht in der Regel, immer rausgestellt. Was jetzt nicht heißt, dass ich behaupte, es gibt keine Effekte über Lichtgeschwindigkeit. Das mag ja sein, aber nicht welche, die auf der Basis der Maxwell'schen Gleichungen beruhen. Weil die ist
richtig im Sinne der Relativitätstheorie. So, und da wir uns auf der Basis der Maxwell'schen Gleichungen hier bewegen, werden wir nichts finden, was über Lichtgeschwindigkeit geht. Und wenn, dann müssen wir überlegen, warum. Ne? So, andere Variante. Die Gruppengeschwindigkeit. Sie könnten jetzt ja hergehen und könnten sagen, Sie nehmen ein Wellenpaket. So ein Wellenpaket sieht ja immer so ein bisschen mehr nach Information aus. So, hier zumindest, ne? Da haben wir jetzt eine Schwebung gefunden. So ein Wellenpaket können Sie konstruieren, indem Sie zwei Wellen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, unterschiedlicher Frequenz, unterschiedlichem Omega nehmen, dementsprechend assoziierte unterschiedliche Ausbreitungskoeffizienten. So, wenn Sie die beiden addieren, nehmen Sie das Additionstheorem dazu und so, dann kriegen Sie das hier raus aus dem Additionstheorem und Sie haben einmal hier den Mittelwert und einmal die halbe Differenz der Argumente, da drin stehen. So, das hier ist die einhüllende, also das, was hier in Rot gezeigt ist, und das hier ist das, was da in der Mitte dazwischen hin und her geht. Jetzt kann ich Ihnen dazu noch ein bisschen was Animiertes zeigen, was nicht ich mir ausgedacht habe, sondern der Herr Falstad. Wo haben wir denn ein Terminal? Shit, wo ist Octave? Da. Boah, ist das wieder zugig heute. Gut. Oh Mann. Geht das jetzt? Ja, da starten wir es von hier, das geht wahrscheinlich auch, genau. Also das ist jetzt, hier sehen Sie auch die komplette Webseite, neufalstad.com, habe ich ja mehrfach schon erwähnt, dass es die gibt. Und jetzt startet der auch und da können Sie sich jetzt das Thema Dispersion zunächst mal angucken. So, das ist jetzt ein bisschen krass hier. Machen wir mal die Frequenz ein bisschen gleicher. Achso, ich gucke hier irgendwie verkehrt. So, ich wollte den Speed, so, jetzt machen wir den Speed gleich. Da machen wir die Frequenzen sehr ähnlich. So, und dann sehen Sie, dass da jetzt sich, wenn Sie zwei Frequenzen überlagern, dass sich da dann auch so Wellenpakete bilden können. Nach wie vor. So, die können wir jetzt mal beide gleich laufen lassen. Dann haben Sie hier so eine stehende Welle im Prinzip, ne? So, wir können die nach rechts und nach links laufen lassen. Jetzt, so, jetzt läuft sie schön nach rechts. Ne? Das Wellenpaket, jetzt könnte man ja sagen, sieht man wahrscheinlich gar nichts auf der Kamera. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, so ein Maximum da, das ist eine 1 und das Minimum da ist eine 0. Könnte eine Vorstellung sein, ist aber auch wieder falsch, denn auch dieses hier setzt voraus, dass die Welle schon immer da war und immer da sein wird. Also auch hier ist keine echte Information mit assoziiert, ne? Aber wir tasten uns da schon ein bisschen näher ran und wir kommen näher ran. So. Und je nachdem, wie die Geschwindigkeitsverhältnisse und die Frequenzverhältnisse zueinander sind, wandert die Welle nach vorne, nach hinten. Da sehen Sie, ne? Und so weiter. So, machen wir es aus. Genau. Und machen wir hier weiter. Auch dann kann man die Gruppengeschwindigkeit hier jetzt ausrechnen. Die Gruppengeschwindigkeit hier wäre jetzt das, was wir hier aus der Gruppe ziehen, nämlich hier auch die Frequenzdifferenz
durch, also letztlich das Argument vor der Zeit, durch das Argument vor der Ausbreitungsrichtung. Und das ist das hier. Und jetzt machen wir die beiden sehr dicht zueinander, also die beiden Frequenzen sehr ähnlich zueinander. Dann kriegen wir dummerweise, passt das hier nicht so richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier. Richtig cool, Alter. So, dann kriegen wir. Oh, da passt auch nicht richtig. Naja, jedenfalls kriegen wir raus: Gruppengeschwindigkeit ist die Ableitung d Omega nach dk. Also jetzt die Ableitung, die Steigung dieser Kurve und nicht mehr das absolute Dreieck. Ne? Sie wissen, wovon ich rede? Nee, das sah ich an den Augen. Ich redete von diesem Diagramm. Und die Phasengeschwindigkeit gibt jetzt einfach an, oder dein Maß für die Phasengeschwindigkeit ist jetzt hier dieses Dreieck. Also letztlich Omega durch K. Und die Gruppengeschwindigkeit ist die Steigung dieser Kurve. Oder 1 durch die Steigung dieser Kurve. Ne? Weil es ist ja Omega durch K und hier haben wir es ja eben K über Omega aufgetragen. So, das meine ich, meinte ich. Ne? So, was Sie jetzt aber sehen, ist, Sie haben natürlich auch hier im Hohleiter unterschiedliche Phasengeschwindigkeiten. Sowieso hat man schon erläutert, nicht? Aber Sie haben auch unterschiedliche Gruppengeschwindigkeiten, weil ja hier die Steigungen von dem Ding unterschiedlich sind. Wenn Sie sich zum Beispiel diese Stelle hier angucken, nicht? Da haben Sie diese gelbe hier, da ist die Steigung in diesem Diagramm ja sehr hoch und da ist sie deutlich geringer. Ne? Also auch unterschiedliche Gruppengeschwindigkeiten da drin. So, jetzt. Gut, so dass wir jetzt. Oh, passt das rein? Hoffe ich ja mal. Genau. So dass wir jetzt so ein Diagramm aufmachen können und jetzt hier für ein Rechteck oder Parallelplattenleiter hier diese Geschwindigkeiten auftragen können und dann sehen Sie hier an der Grenzfrequenz, das ist genau die da, an der Grenzfrequenz haben Sie eben unendlich Phasengeschwindigkeit, aber Gruppengeschwindigkeit noch null. Ne? Und dann läuft das alles aufeinander zu und irgendwann haben Sie eben Lichtgeschwindigkeit für beides. So. Ja, ist die Frage jetzt beantwortet? Die war ja eigentlich, wann kommt das Licht oder wann kommt das Signal an auf der anderen Seite, und eigentlich ist sie noch nicht beantwortet, weil wir haben jetzt zwar zwei verschiedene Geschwindigkeitsdefinitionen zur Auswahl, aber beide sind jetzt noch nicht so richtig die wir wollten. Ne? So, und dann kommen wir eigentlich auf Ihre Antwort. Wenn Sie im normalen Betriebsbereich eines Hohleiters sind oder eines auch eines TEM-Leiters, also das wäre ja die Koax-Leitung, ist ja ein transversaler elektromagnetischer Leiter, nicht? Dann haben Sie so dieses hier so um die Lichtgeschwindigkeit, wenn hier Luft das Medium ist, Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit. Und wenn Sie hier natürlich Material, Plastik oder sowas drin haben, dann haben Sie entsprechend verlangsamte, und meist oft sind es 2/3 Lichtgeschwindigkeit im Koax-Leiter, entsprechend verlangsamte Wellen, ne? So dass Sie eben nicht 300.000 Kilometer pro Sekunde haben, sondern nur noch 200.000 Kilometer pro Sekunde fürs Signal. Ne? Und dann kann man das auch als die Signalgeschwindigkeit annehmen. Macht auch Sinn. Aber es beantwortet jetzt eben auch noch nicht die Frage, was ist eigentlich die Geschwindigkeit für eine erste Signalkomponente. Ne? Und diese erste Signalkomponente, wann die da ist, die einzige Aussage, die ich dazu mal gefunden habe, war tatsächlich beim Julius Adam Stratton, von 1941 in seinem Buch Electromagnetic Theory. Und das ist, da sagt er eigentlich ganz klar, die allererste, Klammer auf, wahrscheinlich nicht detektierbare, Klammer zu, Signalkomponente kommt immer mit Lichtgeschwindigkeit an. Weil egal, was sie tun, sie haben immer einen Prozentsatz der Energie, die außen in dem Leiter im freien Raum unterwegs ist.
praktisch nicht verwertbar, weil zu wenig. Also kriegen sie nicht detektiert. Der Signalrauschabstand für diese Signalkomponente ist einfach zu mies. Ne? Aber das ist so das Maß, die Lichtgeschwindigkeit. Und nicht die modifizierte oder so, sondern die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Die der Luft oder des freien Raumes. Ne? So, das wäre die allererste Signalkomponente. Nur mit der Antwort können sie auch nichts anfangen. Ja, weil sie kriegen es technisch nicht realisiert. Jo. Okay, diese Hohleiterschaltung, die sparen wir uns. Machen wir weiter mit dem zirkularen Wellenleiter. Dann schauen wir uns noch ein paar bunte Bilder an hier. Sind ja auch schon bei 152. Da müssen wir auch sein bald. Okay, so. Im Prinzip, also der Aufbau ist einfach ein Rohr, ne? So, weiter nix. Und das ist das, wo ich Sie da unterbrochen habe, ne? Der Aufbau ist einfach ein Rohr. Aber das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Leiter wäre, wo jetzt nur hier außen irgendwie der Strom fließt, weil der Stromkreis oder der Signalkreis ist ja eigentlich schon in diesem geschlossen. Und es gilt dasselbe wie beim Rechteckhohleiter, legt da mal Plus und da Minus an, das ist halt kurz geschlossen. Ne? Das geht eben nicht. Also geht schon, aber es wird halt heiß und das war's. Ne? Also zum Wasserheizen vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ne? Es gilt vielmehr das, was wir beim Rechteckhohleiter jetzt auch schon hatten, nur eben umgedacht auf was Rundes. Also letztlich eine Welle, die im Zickzack hier da durchläuft und wo sich dann eben passende Moden ausbilden. Ne? Das ist alles, wo also die elektrischen Feldkomponenten, die tangentiale elektrische Feldkomponente an jeder Stelle hier des Hohleiters verschwinden muss. Nicht? Weil würde ja kurz geschlossen werden. Ne? Okay. So, die Mathematik dazu führt auf die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten, weil es ist ja ein zylindrisches Problem. Da, ich glaube, da sind Sie begrenzt dran interessiert, das jetzt wirklich von Hand zu lösen. Die Lösung, ich weiß gar nicht, ob Sie sowas schon mal mitgekriegt haben, die Lösung führt eben in angularer, ist das Azimut? Also jedenfalls in Winkelrichtung, Umfangsrichtung, genau, in Umfangsrichtung, führt das hier auf solche Sinus-Cosinus-Kombinationen, wovon Sie erstmal zunächst eine verwenden können und die andere nicht, weil wenn die nicht mehr gilt, können Sie ja den Leiter einfach drehen, ne? Dann passt es wieder. Also Sie könnten den Leiter jederzeit, oder das Koordinatensystem des Rundhohlleiters ja jederzeit so drehen, dass Sie nur eine Komponente haben, wenn Sie sich erstmal nur für eine interessieren. Ne? Weil Rohr, ob es jetzt so oder nicht, ist egal. So, und dann haben Sie hier die Bessel-Funktionen drin. Was sind Ihnen die mal untergekommen im Studium vorher? Das dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht senden, nicht? Weil sonst. Okay, also Bessel-Funktionen, die normalen und hier dann die der zweiten Art. Ne? Bessel-Funktion der zweiten, of the second kind. Gut, die hier hat eine Singularität bei 0, also in der Mitte des Rundhohlleiters, was jetzt auch so physikalisch nicht wirklich Sinn macht erstmal. Ne? Weil das würde ja heißen, dass Sie da ein unendliches Feld haben. Wo soll das herkommen? Ne? Gut, da kann man jetzt ein bisschen was über die Nullstellen sagen. Sie müssen dafür sorgen natürlich, dass die Nullstellen oder dass am Rand des Hohlleiters die tangentiale Komponente eine Nullstelle hat. Weil das war die Forderung, sonst passt es ja nicht in dieses Rohr rein. Ne? Und hier habe ich die Nullstellen mal aufgeführt. Ich zeige die Bilder, das ist dann irgendwie befriedigender für Sie wahrscheinlich. Also haben Sie jetzt hier so eine transversale elektrische TE11-Welle dieser Ordnung hier. Also einmal 1 in radialer Richtung und einmal 1 in Rundrichtung, Umfangsrichtung. So. Und hier, das beantwortet, glaube ich, auch die Frage nach der Polarisation dann nochmal. Nicht? Also das hier ist jetzt, das Feld schwingt in dieser Ebene hier. Sie haben hier und da nur Normalkomponente des elektrischen Feldes. Wenn es jetzt in die Richtung geht, kriegen Sie auch zunehmend Tangentialkomponente des elektrischen Feldes, die aber ja auf dem Rand verschwinden muss, da, was man eben an dem dunkelblauen hier an der Stelle sieht. Ne? Also der Vektor hier, der hier noch so ganz munter, kräftig in der Mitte schwingt, der wird hier immer weniger, um dann an der Seite von vornherein zu verschwinden, weil da darf er gar nicht mehr sein. Ne? So, so viel dazu. Das
magnetische Feld ergibt sich entsprechend senkrecht dazu. Hier haben wir noch die transversale magnetische Welle aufgeführt, die so ein rundlaufendes Magnetfeld darstellt. Hier das elektrische Feld dazu, hier das magnetische, da kann man sich vielleicht besser vorstellen, das läuft rund, dann senkrecht dazu. Die laufen ineinander rein. So. Und man hat nur Normalkomponente des elektrischen Feldes hier am Rand. Ja, bildlich. Nicht bildlich klar. Jetzt sehen Sie die Pfeile noch dazu. Sehen Sie es jetzt? Ja, ne? Also das elektrische Feld strebt hier rein und hat in der Mitte eben die Null, ne? Weil Sie die Mathematik nicht verstehen, ja. Also das kann ich Ihnen tatsächlich nicht wirklich anschaulich erklären. Und das würde ich jetzt auch nicht versuchen. Es ist eine erlaubte Lösung der Wellengleichung. Also das andere, das hier kann man noch verstehen, ne? Also hier sehen Sie jetzt auch ein bisschen mehr Pfeile, verschwindet hier und geht immer nur normal in den Rand rein, weil das ist die einzige erlaubte Variante für das elektrische Feld. Es muss senkrecht auf dem Leiter hier stehen. Ne? Das heißt, das ist dann die erste Mode quasi. Ja, erst nichts weiter. Je nachdem, wie Sie es nennen wollen. Ne? Also die hat ja einen differenzierteren Namen. Ne? Und das hier ist, wie gesagt, eine der erlaubten Lösungen der Differentialgleichung in Zylinderkoordinaten. So, hier haben wir das magnetische Feld nochmal, da unten gezeigt. Okay, so, da können wir jetzt die Moden noch ein bisschen höher ziehen, dann kriegen wir eben mehr Wellen, mehr Berge und Täler da rein. Noch mehr, hier habe ich mal so eine 4-5er, das ist jetzt aber die weiß ich, ob die technisch einer nutzt wirklich, also wird sicherlich irgendwo was Esoterisches geben, wo man das nutzt. Aber ich habe sie hier nochmal zu Illustrationszwecken reingepackt, da so eine höhere Mode da, die Sie da auf der rechten Seite finden. Nicht? Man kann sich das plausibel machen, aber warum das Feld jetzt wirklich genau so aussieht, folgt einfach nur aus der Mathematik. Und da muss man auch einfach in die Mathematik rein, wenn man das wirklich verstehen möchte. Ne? So, und hier haben wir jetzt die Anwendung da. Das ist nämlich der Blick in den, in den LNB, ne? Die beiden Antennen für die unterschiedlichen Polarisationen, die man hier kaum sehen kann. Also da ist eine und dahinter ist eine. Dann hier einen Kurzschluss da, der dafür sorgt, dass die eine Polarisation eben kurz geschlossen ist, bevor sie auf die zweite Antenne trifft. Ne? Ich mache es nochmal für. Für unsere Zuschauer noch mal ein bisschen klarer. Jetzt sieht man die Antennen ein bisschen besser. Ja, eigentlich kaum. Ne? Also da ist eine und hier ist ein so ein Stummel, der da reingeht. Gut. Den Koaxleiter machen wir dann nach der Mittagspause. Okay. Gut, dann sehen wir uns um 12. Passt das? Wieder.